Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie viel Kleidung ein Kind so braucht? Diese Wäscheleine ist die Antwort. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir für den Nachwuchs anschaffen müssen. Kinder sind uns lieb und teuer. Und wie teuer sie genau sind, das möchte ich jetzt herausfinden. Dabei helfen mir drei Familien, die zeigen, wofür sie ihr Geld ausgeben, und das Statistische Bundesamt. Das rechnet regelmäßig aus, wie viel das Durchschnittskind so kostet, von der Windel bis zum Sportverein. Überraschungen inklusive. Nee, 20.000, das geht nicht. Nee. Es gibt Anschaffungen, um die man nicht herumkommt, auch wenn man das am Anfang noch glaubt. Mit iPhones und mit Computern und sowas will ich auch nicht, dass sie spielen. So gern wir sie auch haben, Kinder kosten eine Menge Geld. Das erleben unsere drei Familien jeden Tag. Am Anfang steht die Null, doch wie viel kommt nach 18 Jahren heraus? Kann es sein, dass es immer weniger Kinder in diesem Land gibt, weil wir uns Kinder einfach nicht mehr leisten können? Unbezahlbar sind ein paar Dinge auf dieser Welt. Die Liebe, das Glück, das Lächeln eines Kindes. Aber das gibt's schon nicht umsonst. Denn wir Eltern investieren jede Menge Zeit, Energie, Kraft, ja, und auch Geld. Beim Picknick lerne ich sie kennen, unsere drei Familien. Mit Kindern in jedem Alter. Ob groß oder klein, alles ist vertreten, ständig ist was los. Wir Erwachsenen sind immer wieder gefordert. Einfach nur sitzen und genießen? Fehlanzeige. Da muss man sich schon einbringen, in jeder Hinsicht. Als Vater weiß ich, dass sich jeder Euro lohnt, den ich in meine Kinder stecke. Aber als Journalist stelle ich mir heute die Frage, was kostet eigentlich ein Kind, bis es groß ist? Deshalb begleite ich drei Familien, die jeweils das statistische Durchschnittskind in ihrer Altersgruppe haben. Auch wenn ich heute mit Ihnen über Geld rede, für die Eltern waren Kosten nie ein Argument gegen Kinder. Kinder haben schon immer zu ihrer Lebensplanung gehört. War eigentlich schon beim Kennenlernen irgendwie so eine Verständigung da. Ich will unbedingt Kinder, du auch, ja, dann passt's. Also es war gar keine Frage. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo jetzt das Alter, wo man keine Kinder mehr bekommen kann, zu erreichen, ohne Kinder zu haben. Ich glaube, das wäre für mich ein sehr, sehr schwer überwindbares Problem. Auch Männer haben also ein großes Herz für Kinder. Von wegen keine Lust auf Verantwortung. Wir haben eben den berühmten weichen Kern. Ich möchte den Mann sehen, der das nicht genießt, wenn so ein kleines Mädchen zu einem kommt und sagt, doch Papa, ich hab dich lieb. Oder das, ich weiß nicht, ob Jungs das auch so machen. Da habt ihr dann mehr Erfahrung mit. Aber ja. Doch auch wenn wir Papas schmelzen, von Luft und Liebe wird das Kind nicht satt. Mehr als 25.000 Euro zahlen wir pro Kind allein fürs Essen. Manchmal sind wir auch erschrocken, klar, was das irgendwie für Kosten mit sich bringt. Mein Vater hatte früher mal gesagt, wir waren auch drei Kinder zu Hause. Wenn ihr älter wärt, ihr wisst ja gar nicht, wie viel Geld wir hätten gespart, hätten wir das Geld mal angelegt. Und von daher wäre es mal interessant zu wissen, wie viel wirklich ein Kind bis zum 18. oder 20. Lebensjahr kostet. Die erste Überraschung gibt's beim Thema Kleidung und Windeln. Auf dem Gebiet sind die Hullmanns aus Gießen mit den drei kleinen Mädchen echte Profis. Papa André hat für die beiden älteren Töchter bisher schon 7.000 Stück gekauft. Und Baby Julia arbeitet kräftig an ihrer eigenen Quote. Ein riesiger Haufen Material sammelt sich da an, während ein großer Haufen Geld das Haus der Hullmanns verlassen hat. 1.000 Euro pro Kind kommen allein für Windeln zusammen. Und damit geht's erst richtig los mit dem Thema Kleidung. Welche Dimension das hat, darüber sind sich die Hullmanns noch nicht ganz einig. Wenn die nach mir kommen, sehr wenig. Da denke ich mal, wenn die mit 1.000, 2.000 Euro zurechtkommen. Da sind es aber drei Mädchen und da kommen die mit Sicherheit nach Helena und das wird teuer. 20.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Nee, 20.000, das geht nicht. Nee.
Das erscheint mir zu viel. Das wäre mehr als 1000 Euro im Jahr. Für Klamotten. Jedes Jahr. Für 3 Kinder. Nee, das, da weigere ich mich. Das machen wir nicht. Das dachten die Eltern der 10-jährigen Jasmin Flaas auch mal. Eigentlich hat Jasmin ja kaum was zum Anziehen. Das war's eigentlich. Aber wenn sie mal ausmisten soll, dann entpuppt sich der Schrank als wahres Füllhorn. Dann kommen viele, viele Schätze ans Tageslicht und auf keinen davon kann Jasmin verzichten. Den behalte ich. Nach knapp 4 Minuten sind alle Teile durchgezählt, besser gesagt fast alle. 185. Das fehlen noch die Jacken irgendwie für Herbst, Winter und so weiter. Also da fehlt noch einiges. Es sind noch keine Schuhe dabei, die sind noch unten. Und alles was an Accessoires, Tüchern, Schals, Kappen, Hüten und so weiter, das ist ja auch alles noch da drin. Jasmin ist kein Einzelfall. Ich will es genau wissen. Socken, Unterwäsche, Hosen, Pullover, Jacken, alles gesammelt über 18 Jahre von einem Kind. Wie lang ist wohl eine Wäscheleine, an der all diese Teile hängen? Kaum zu glauben, 700 Meter kommen da zusammen. In Geld übersetzt heißt das, 9.101,80 Euro gibt in Deutschland jedes Elternpaar pro Kind für Kleidung aus. Ist ein Wort. Dann würde ich es gerne so lange wie möglich rauszögern, dass die Kinder sich die Kleider oder die Klamotten untereinander austauschen. Das ist ja bei Mädchen sehr häufig der Fall. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank hat Helena Hullmann kaum Zeit, Kleider für die drei Mädchen zu kaufen. Rund um die Uhr Betreuung täglich. Die 2-jährige Leni geht immerhin bis mittags in die Spielgruppe. Du hast gar nichts gespielt, das glaube ich dir ja gar nicht. Ne? Helenas Tagesablauf ist eng getaktet. Die 4-jährige Tita wartet schon in der Kita. Jede Minute ist verplant. Die dreifache Mutter denkt erst gar nicht dran, nebenbei noch arbeiten zu gehen. Mal ganz ehrlich, wenn man um 9 sein Kind da abgibt und dann noch ein anderes Kind zum Kindergarten bringt und dann noch kurz was einkauft, dann ist man in der Regel um 9:45, wenn ich gut bin, um 9:45 wieder zu Hause. Wenn ich mich dann um 10:45, 11:30 wieder ins Auto setzen muss, dann bleiben einem ja gerade mal 1,5, maximal 2 Stunden. Wo soll man denn da arbeiten gehen? Wer stellt einen denn für 2 Stunden ein? Tita, die Älteste, geht täglich für 3 Stunden in die Kindertagesstätte. Das kostet die Familie 100 Euro im Monat. Damit sind wir beim nächsten Kostenfaktor, Kinderbetreuung. 100 Euro sind nicht viel, das ist aber nur so günstig, weil Tita schon um 12 abgeholt wird. Würde sie länger bleiben, käme schnell das Dreifache obendrauf. Baby Julias Betreuung ist am teuersten, denn Papa André nimmt gerade 50% Elternzeit. Eine Woche arbeitet er als Qualitätsmanager in einem Pharmaunternehmen, dann eine Woche als Vollzeitvater. Für Mama Helena ist das prima. Kommt sie mit den beiden Großen zurück, muss sie sich um ein paar Dinge weniger kümmern. Der Mann im Haus erspart den teuren Babysitter, aber unterm Strich legen die Hullmanns drauf. Dass ich so lange jetzt zu Hause bleibe, für ein halbes Jahr, mal durchgerechnet und das sind so knapp 900 oder 1000 Euro im Monat. Die Eltern von Jasmin und Joschi aus Hattersheim bei Frankfurt wollen auch viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Dass andere ihre Kinder betreuen, kommt für sie nicht in Frage. Heute bringen sie die beiden zum ersten Probentag für ein Schulmusical. Was war das denn? 2 Kekse. Stimmt, genau, das war's. Dafür nehmen Cornelia und Oliver den Nachmittag frei oder verschieben die Arbeitszeit. Ich würde mir da gerade, was die Kinder betrifft, auch ungern reinfuschen lassen. Also es ist schon auch so, wenn eine Freundin sagt, nee, ich fahre die aber, dann sage ich auch gern, ach nee, lass mich mal. Also das ist schon so, das reiße ich auch gerne an mich. Gegen eine Putzfrau hätte ich jetzt vielleicht nicht zwingend was einzuwenden. Muss nicht sein. Also wir brauchen da keine zusätzliche Hand.
Möchte ich auch gar nicht. Ich möchte keinen, der hier im Haus rumputzt oder der irgendwie kocht oder der irgendwie für uns die Hausaufgaben übernimmt für die Kinder oder die Kinder irgendwo hinfährt. Das wollen wir gar nicht. Das kann sich schnell ändern. In Notfällen, etwa wie gerade bei den Hullmanns. Alle drei Kinder haben Windpocken. An die Nase nicht. An die Nase nicht. Tut dir weh im Abkrocken mit der Nase und das Wein. Dann tut das weh. Normalerweise würden jetzt Zusatzkosten für eine Haushaltshilfe entstehen. Drei Kinder rund um die Uhr zu Hause, krank und hoch ansteckend. Zu viel für einen Erwachsenen. Da wird alles über den Haufen geworfen. Boah, eine totale Umplanung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war Glück im Unglück, dass meine Mutter gerade da war, als die Tita krank wurde. Und die dann ihren Aufenthalt auch noch ein bisschen verlängert hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre ich hier gnadenlos untergegangen. In den ersten Kinderjahren brauchen Eltern am häufigsten Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Ob Babysitter, Tagesmutter oder Kita. Durchschnittlich macht das 3.368,59 €. Wenn ich jetzt daran denke, dass man vielleicht ein Einkommen von 10.000, 12.000 Euro hat und beide gerne arbeiten gehen möchten, dann finde ich das überhaupt nicht zu viel. Wenn ich an eine alleinerziehende Krankenschwester denke, finde ich das definitiv zu viel. Können Sie sich daran noch erinnern? Schule, das Ende von Dauerferien und Spielen rund um die Uhr, Pausenbrot statt 24 Stunden Flatrate an Mamas Kühlschrank. Gerade noch ist der Nachwuchs auf allen Vieren durchs Wohnzimmer gekrabbelt, mit einer Windel so prall gefüllt wie ein aufgeblasener Airbag. Jede Steckdose war gesichert. Meinen Schraubenzieher habe ich im Videorekorder wiedergefunden. Und eines Tages, plötzlich, schwupps, stehen die Kids auf dem Schulhof. Sie können sich selbstständig anziehen, sie sprechen in ganzen Sätzen. Und in Ansätzen ist auch Vernunft erkennbar. Und es geht erkennbar nicht mehr um Möhrchenbrei, sondern um Wissenshunger. So, sag mal, habt ihr Lust auf ein Spiel? Ja! Okay. So, jetzt muss man die Kleinen nämlich nur noch davon überzeugen, regelmäßig früh aufzustehen, Hausaufgaben zu machen, zu lesen, zu rechnen. Mit anderen Worten, willkommen im Ernst des Lebens. Oh. Ich weiß gar nicht, in welcher Mannschaft ich spiele. Damit Ihre Kinder hier lernen können, haben schon eine Menge Euros ihren Geldbeutel verlassen. Es ist so eine Art Bildungseintrittsgebühr. Aber dieser Eintritt kostet nicht den Verstand, er fördert ihn. Wenn Joschi und Jasmin Flaas von der Schule nach Hause kommen, dann hat das auch den Staat eine Menge Geld gekostet. Er gibt pro Kind und Jahr, egal für welche Schule, rund 5.500 Euro aus. Und trotzdem müssen die Eltern noch einiges draufzahlen. Jasmin hat ihren ersten Schultag und bis auf das wir schon für Schulranzen, Mäppchen und Hefte und sowas alles irgendwie bestimmt schon mal 200 Euro ausgegeben haben, musste sie auch noch mal rund 50 Euro in bar mitbringen. Dann war der Schulbegleiter, da schreiben die so ihre Hausaufgaben rein. Und der Atlas dabei und ja, das ist schon ordentlich. Dann zwei Tage später kam ein Zettel, 7,50 Euro pro Kind fürs Kopieren in diesem Jahr. Elternspenden, die irgendwie kommen. Ich habe auf meinem iPod eine App, da kann man mit, also Spanisch und Deutsch, für Spanisch und Deutsch die Wörter, wenn man was nicht ganz weiß, kann man das da eingeben und dann ist das entweder auf Spanisch oder auf Deutsch übersetzt. Mit einer App ist es aber nicht getan. Damit die Hausaufgaben ordentlich gemacht werden können, ist jede Menge Zubehör anzuschaffen. Das fängt mit dem Ranzen an und hört bei Stiften noch lange nicht auf. Viele Kinder brauchen außerdem Nachhilfe. Bei Jasmin muss die Mama ran. Was heißt was? Was heißt who? Wo? Nee, eben nicht. Das ist ja der... Ach so, was? Nee. Was bedeutet das nochmal? Wer? Achso, wer? Wenn es irgendwo hakt in der Schule dann, und wir selber auch irgendwann einfach nicht mehr weiterkommen in den Themen, dann ist Nachhilfe natürlich ganz wichtig. Und da wären wir auch durchaus bereit, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, damit das vernünftig läuft. Das müssen viele Eltern tun. Insgesamt geben wir hierzulande pro Jahr 1,5 Milliarden Euro für Nachhilfe aus. Ein Glück, dass das bei Familie Flaas nicht nötig ist und dass Papa Oliver so gut in Mathe ist.
Ja, ich weiß es schon. Ratzfatz ist das im Kopf überschlagen. Schwierig wird es, wenn der Akku leer ist. Auch die Haushaltskasse sollte immer gut gefüllt sein. Die Hefte werden voll, da muss man nachkaufen. Die Patronen werden leer, da muss man nachkaufen. Den Lehrern fällt noch irgendwas ganz Tolles ein für irgendeinen super Ausflug, den wir jetzt machen müssen, in weiß ich nicht was, in irgendein tolles Museum oder so. Das kostet dann auch mal irgendwie 15, 20 Euro. Die ganz normale Schulmaterialschlacht also. Bücher und das, was man den Kindern on top so bieten will, Museumsbesuche oder Musikunterricht, sind nicht mal mitgerechnet. In 12 Jahren macht das mindestens 3.525 Euro allein für die Schule. Kommt mir jetzt wenig vor. Auf die gesamte Schulzeit gesehen, dachte ich, haben wir das nach 6 Schuljahren bestimmt schon mal drin. Ja. Der nächste Kostenfaktor heißt Mobilität. Jennifer Schäfer aus der Nähe von Hanau ist viel unterwegs. Ständig muss sie einen ihrer Söhne irgendwo hinbringen oder abholen. Dieses Mal ist sie auf dem Weg zum 13-jährigen Kai. Meistens fährt er mit dem Schulbus. Fürs Fahrrad ist der Weg zu weit, aber für alles andere wird es gerne genutzt. Deshalb gehören fahrbare Untersätze aller Art zur Grundausstattung von Familie Schäfer. Also wir haben halt schon darauf geachtet, dass die Kinder sich bewegen können, dass sie die Möglichkeit haben, Fahrrad zu fahren und Roller zu fahren und alles Mögliche. Aber ja, wie gesagt, wir haben es halt auch mit durch die Großeltern unterstützt eben. Kilian hat gerade den Führerschein gemacht. Jetzt stehen neue Kosten ins Haus. Ich gebe mein Auto gerne dem Kilian ab und bekomme dafür ein neues Auto. Also ein neues gebrauchtes Auto. Das finde ich auch in Ordnung so. Nicht nur die Großen, schon die ganz Kleinen brauchen ein eigenes Fahrzeug. Für jedes Alter den passenden Untersatz. Dabei gilt, es fängt teuer an und wird im Laufe der Jahre sicher nicht billiger. Unsere drei Beispieleltern haben jedem Kind neben Kinderwagen und Babyfahrzeugen mindestens einen Roller und drei unterschiedliche Fahrräder gekauft. Das entspricht exakt dem Durchschnitt. Was wir mal völlig außer Acht lassen, sind Kosten für Bus und Bahn, fürs Benzin der Eltern, Spareinlagen für ein eigenes Auto und kleinere Blechschäden. Für Fahrrad und Co. plus Führerschein geben Eltern statistisch 3.415,38 Euro aus. Ein Auto ist nicht mitgerechnet. Wir haben halt das meistens dann zum Geburtstag von Oma und Opa zusammen und wir Eltern. Und von daher, ja, glaube ich jetzt, dass das gar nicht so der große Batzen für uns war. Yoshi Flaas ist mit Papa Oliver unterwegs im Paradies für Kinder. Yoshi würde schrecklich gerne dafür sorgen, dass der nächste große Kostenfaktor so richtig in die Höhe schnellt. 80 Euro, ja? Das ist schon echt der Hammer, ja? Ich meine, gut. Das ist so cool, Mann. Hier, der Höhlentroll ist natürlich schon echt ziemlich cool, ja? Aber ja, und Legolas trotzdem. Und Gimli. Ja, da ist man auch schon wieder mit 400 Euro dabei, wenn man jetzt im Prinzip das komplett haben möchte, ne? Das ist schon sehr teuer. Na gut, dann eben eine Nummer kleiner. Hätte ja klappen können. Bei Papa ist da vielleicht was zu machen, aber Mama? Nee, also für 40 Euro mal so zwischendurch, ohne Geburtstag, Weihnachten oder sonst was, keine Chance. Aber null. Das ist schon hart. Das ist eine harte Aussage. Ja, ist aber so. Wo gibt's denn sowas? Es geht zurück zum Regal. Leider. Aus der Traum. Auch Papa war enttäuscht. Offensichtlich muss Yoshi noch ein wenig an seiner Strategie feilen. Schwester Jasmin ist da schon einen Schritt weiter. Guck mal, hier ist was Tolles. Kannst du dir zu Weihnachten wünschen, das gefällt mir auch. So ein Airbrush-Set, da kann man entweder tolle Bilder auf Papier machen oder eben auch Tattoos auf die Haut machen. Das finde ich total genial, das machst du eh so gerne.
Nicht nur die Geburtstagsgeschenke sind mit der Zeit anspruchsvoller geworden, auch die dazugehörigen Feiern. Das sind heute regelrechte Party-Events auf Bowlingbahnen oder im Schnellrestaurant. Anstrengend und teuer. Das waren auch jedes Mal so Kosten um die 150 Euro. Ja, aber das ist einmal im Jahr pro Kind. Und das fanden die Kinder halt immer ganz toll. Und das ist auch so ein bisschen so ein sozialer Druck, dass man das macht, weil andere Kinder das eben auch machen. Gut, wer da eine große und großzügige Familie hat. Die Hullmanns freuen sich über die vielen Tanten und Onkel. Die sorgen für einen gut ausgestatteten Spielzeugpark. Alles geschenkt. Wirklich jetzt. Ich wundere mich auch gerade. Das Einzige, was wir mal gekauft haben, ist der Jan-Kucks-Ball da unten. Wie wir in Cuxhaven Urlaub mal gemacht haben. Das ist das Einzige, was wir uns hier geholt haben. Da haben sie eine Menge gespart. Wie viel das ausmacht, zeigen Joschi und Jasmin Flaas. Die beiden haben für uns ihre Spielzimmer ausgeräumt und das aussortiert, was sie eigentlich nicht mehr brauchen. Vom Plüschtier bis zur Plastikpuppe kommt alles raus. Und das allein ist schon ein kleines Vermögen wert. Alles in allem kosten Spielzeug, Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke in 18 Jahren 8.156,34 Euro. Also ich finde es schön, jemanden zu überraschen. Und ich finde es auch schön, wenn jemand kommt und mir was mitbringt. Direkt am Hamburger Hafen steht der Michel, ein Wahrzeichen Deutschlands. Seine Aussichtsplattform befindet sich in 106 Metern Höhe. Normalerweise kommt man hierher, um den Ausblick zu genießen. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Hier oben möchte ich Ihnen mal was zeigen. Und zwar den Turm, den Sie gebaut haben, wenn Sie Ihr Kind vom 5. bis zum 18. Monat mit Brei gefüttert haben. Gehen wir mal von 1,5 bis 2 Gläschen pro Tag aus. Dann kommen wir Pi mal Daumen auf 800 Gläschen. Ich wette, auch Sie haben es nicht geschafft, den ganzen Inhalt dieses Turms unfallfrei in Ihr Kind zu füttern. Nicht umsonst sind schließlich das Lätzchen und die 60-Grad-Wäsche fast gleichzeitig erfunden worden. Und bis zum 5. Lebensjahr dreht sich natürlich nicht alles nur um Gläschenbrei. Die Hullmann-Mädchen haben inzwischen 2,5 solcher Türme verputzt. Essen ist eben auch schon bei den Kleinen ein ganz wichtiges Thema. Und unser nächster beeindruckend hoher Kostenfaktor. Ich will was essen. Ja, wir essen jetzt auch gleich. Guck mal, ich bin hier gleich fertig. Der Joghurt steht schon auf dem Tisch. Bei den Hullmanns steht gesund und preiswert auf dem Speiseplan. Das bedeutet meist selber machen. Obst schälen statt Verpackungen aufreißen. Essen bzw. Essen zubereiten wird so zum Fulltime-Job. Nichts für nebenbei. Man kann zum Beispiel zum Bäcker gehen und sich für 3,50 Euro ein 750 Gramm schweres Brot kaufen. Man kann aber auch einfach sich ein Päckchen Hefe kaufen für 9 Cent und dann noch 3 oder 4 verschiedene Mehlsorten. Und ein paar Körner dabei hat man vielleicht irgendwie 1,50 Euro an Materialkosten. Packt das in den Ofen, hat dann hinterher ein ganzes Kilo Brot. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch die Schäfers, auch wenn die Dinge dort etwas anders liegen. Familie Schäfer besteht nämlich aus Mutter Jennifer und 3 Männern. Und die tun sich schwer mit der leichten Kost, die sie hin und wieder vorgesetzt bekommen. Die jüngeren Familienmitglieder haben eine sehr genaue Vorstellung davon, was wirklich lecker ist. Wurst mit, also so eine Currywurst. Und ich denke mal, die würde ich mir dann eigentlich jeden zweiten Tag machen oder so. Oder eine Pizza oder so. Ein Döner oder eine Pizza geht immer. Also ich kann mich eine Woche lang gerne von Pizza ernähren. Habe ich keine Probleme mit. Auch wenn die Mama sagt, ja, da ist nicht genügend Abwechslung dabei. Aber, ja, ich esse es, ja. Sogar der mütterlichen Lauchsuppe widmet er sich mit Hingabe. Die Köchin freut's und Jennifer ist überzeugt, dass sie nicht nur gesundes Essen auf den Tisch bringt, sondern auch Geld spart dabei.
Also ich glaube fast, dass es günstiger ist, wenn ich jetzt koche, weil wenn ich zum Beispiel mal arbeite und dann sage ich zu Kai, naja gut, nimmst du ja irgendwie Fastfood-mäßig irgendwas, Pizza oder so. Ich glaube fast, dass das teurer ist, als wenn ich jetzt ein Essen zubereite. Gesund oder lecker? Gibt es diesen Gegensatz auch bei Familie Flaas? Das wollen wir wissen und wollen herausfinden, wie sich das auf die Kosten auswirkt. Also schicken wir Joschi und Jasmin getrennt von Mutter und Vater in den Supermarkt zum Einkaufen. Jeder kann kaufen, was er will. Mal sehen, wie sich die Einkaufswagen am Ende unterscheiden. Du holst jetzt eine Paprika, was ja. Klar ist. Hol mal deine Tüte. Wie will ich hier eine keine Paprika. Ja, es ist aber auch blöd, wenn wir bei Mama und Papa ankommen und nur irgendwie so Süßigkeiten da drin haben. Nein. Die beiden kennen ihre Eltern offensichtlich ganz gut. Und die wiederum ahnen, dass die Gemüseabteilung nicht zu den Favoriten der Kinder gehört. Wenn sie halt gemacht haben, dann, dass es eventuell auf Jasmins Konto geht, dass sie da doch schon versucht hat, bei den Eltern ein paar Bonuspunkte zu sammeln, weil sie genau weiß, dass ich wahrscheinlich auch so entscheiden würde. Auch die Eltern also kennen ihre Pappenheimer. Aber nach der Gemüseabteilung gibt's bei den Flaas-Kindern kein Halten mehr. Es wird süß, salzig und teuer. Ein bisschen sind die Eltern selbst schuld. Manchmal gibt's eine Heißhungerattacke, dann gibt's eine Tüte Chips statt Abendessen. Das stimmt. An der Kasse wird's dann ernst. Aus zwei Einkaufswagen muss einer werden. Um jeden einzelnen Artikel wird gekämpft. Sehr gut. Meine Idee war die Melone. Oh. Ah, die Melone ist auch gut. Das wollte er haben. Zwei Liter Hunden Cola. Das wollte ich haben und das wollte wieder er haben. Habt ihr denn auch irgendwie ein bisschen was Gesundes gekauft zum Essen? Was isst man zum Mittag? Birnen. Also machen wir einen Obstsalat zum Mittag oder wie? Das Ergebnis der Verhandlung, ein Kompromiss und wie so oft teurer als gedacht. So, 92,6 bitte. Oh, da sind wir doch ein bisschen höher als wir dachten, oder? Für einen Vier-Personen-Haushalt mit 20, 30 Euro hier rauszugehen, ist Utopie, geht nicht. Keine Chance. Trotz viel gutem Willen, ganz offensichtlich macht der Einkauf dann doch nicht jeden glücklich. Ja, was ist das für ein Lied? Du hast fast 100 Euro ausgegeben, wo hast du nur die gute Laune her? Kostenfaktor Ernährung. In 18 Jahren verfuttert jedes Kind 25.605,36 €. Schockt mich jetzt nicht die Zahl, überrascht mich auch nicht wirklich. Ich finde sie auch jetzt nicht hoch oder tief, weil wir uns einfach irgendwie, glaube ich, nicht wirklich so schon mal richtig Gedanken darüber gemacht haben. Das gilt auch für den nächsten Kostenfaktor, weil er genauso selbstverständlich wie Essen ist. Wir alle kennen ihn von der Nebenkostenabrechnung: Wasser. 120 Liter davon braucht ein Kind jeden Tag. Natürlich nicht nur zum Trinken. Kilian und Kai spielen ja Fußball und Tennis. Und da habe ich eigentlich in der Woche 3 bis 4 Wäsche allein nur von dem Sport. Dann kommen natürlich die Handtücher noch dazu. Kilian, ja, der findet es einfach gut, wenn er frisch gewaschen in die Schule geht. Das kann nicht jede Mutter von ihrem Nachwuchs behaupten. Und trotzdem, 700.000 Liter Wasser verbraucht ein Kind im Laufe von 18 Jahren. Das sind ziemlich genau 10 solcher gut gefüllter Schwimmbecken. Dazu kommen tausende Euro für Energie und noch die Kosten für Miete und Wohnen. Insgesamt kommt jedes Kind im Schnitt auf 32.654,88 €. So viel? Oh, das kommt mir jetzt wirklich viel vor. Ja, müssten wir vielleicht nochmal überdenken. Oder vielleicht doch weniger duscht. Damit ist das Thema Wohnen noch nicht abgehakt. Denn natürlich gehören auch Möbel ins Kinderzimmer. Leni und Tita Hullmann haben noch ein gemeinsames Zimmer. Doch schon dafür mussten die Eltern kräftig investieren.
Was da an Kosten noch kommen wird, darüber haben André und Helena allerdings sehr unterschiedliche Vorstellungen. Wenn ich das hier so betrachte, mal hochgerechnet 2000 Euro. Ja, André, aber ganz ehrlich, die Kinder können nicht, bis dass sie 16 sind, so einen Minitisch und so kleine Winzstühle haben. Man muss halt schon erstmal irgendwie den Schreibtisch kaufen. Dann sind die 14, 15, dann haben die öfter Freundinnen zu Hause, dann brauchen die eine Couch. Ja, gut, aber und dann erweitert sich das nochmal alles. Bis sie 18 sind, ne? Das sehe ich genauso wie bei mir auch. Da brauchen die nicht drei neue Jugendzimmer. Die kriegen dann mit 10, 12 ein Jugendzimmer mit Schreibtisch und dann... Wenn die Tita in die Schule kommt, dann will die auch ein eigenes Zimmer haben. Dann brauchst du den Schreibtisch, dann brauchst du einen größeren Kleiderschrank. Gutes Bett hat sie. Dann kommt aber auch noch immer diese Kleinigkeiten wie ein Teppich kommt noch mit dazu. Oder vielleicht nochmal ein Sessel oder ein paar Bilder. Das gehört ja auch noch alles mit zum Möbeln. Und dann, wenn die noch mal so 14, 15 sind, kommt noch mal so ein Jugendzimmer mit dazu. Ja, nee, da müssen wir mal ein Jugendzimmer unten drüber unterhalten. Das können wir nicht vorstellen. Genau. Nee. Und da sollte er sich mal vertrauensvoll an Familie Flaas wenden. Da stehen demnächst Veränderungen ins Haus. Jasmin und Joschi wachsen aus ihren Kindermöbeln. Die Farbe der Teppiche und Tapeten passt nicht mehr. Tische und Stühle sind zu klein. In einem Jahr sollen deshalb beide eine neue Einrichtung bekommen. Die Kinder bekommen jeder ein Budget von 1.500 Euro zur Verfügung gestellt und können dann mit uns zusammen von Anfang bis Ende, also von der Planung übers Aussuchen bis hin zum kleinsten Pinsel, Farbe, Tapete und so weiter, sich alles selber aussuchen. Das setzen wir dann in den Sommerferien um und fahren stattdessen eben nicht in Urlaub. Für dieses Jahr 2014 haben wir uns das vorgenommen, weil wir der Meinung sind, dass das dann auch das richtige Alter ist. Also ich liebe Urlaub, vor allem, wenn wir dann alle was zusammen machen. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir mal eine Sommerferienzeit nicht in Urlaub fliegen und stattdessen halt unsere Zimmer machen. Jedes Kind bekommt bis zum 18. Lebensjahr im Schnitt 3 komplette Kinderzimmer. Für jedes Alter die passende Einrichtung. Kaum ein Möbelstück bleibt die ganze Kindheit erhalten. Auch wenn Geschwister manches erben, da kommt ganz schön was zusammen. Inklusive Umzüge und Reparaturkosten sind das im Bundesdurchschnitt stattliche 6.489,96 Euro pro Kind. Es muss nicht immer was ganz Neues sein, man kann auch was Gebrauchtes kaufen. Und bei uns war es auch so, dass Kai dann erstmal die Sachen von Kilian bekam, so zimmermäßig. Und der war dann auch zufrieden damit. Irgendwann kommt der Punkt, da sind solche Läden für Kinder geradezu ein Paradies. Eine Menge Eltern haben das Gefühl, von vorgestern zu sein, wenn ihre Kinder von Levels und Scores erzählen, von Dockingstations und Konsolen. Wer auf dem technischen Stand seiner Kinder bleiben will, muss Augen und Ohren offen halten und eine Menge investieren. Denn ganz billig ist es nicht, wenn man keinen Trend verpassen will. Geradezu unsterblich macht sich, wer seinen Kindern Dinge erklären kann, von denen die glauben, Erwachsene hätten keine Ahnung davon. Das ist ein schöner Triumph. Papa ist gar nicht so blöd. Recht hast du. Immerhin, die Kompetenz und Zahlungskraft von uns Eltern bleibt gefragt. Wir zahlen für die Miete, der Strom kommt aus der Wand, das Essen fällt vom Himmel. Aber solange es das Taschengeld noch nicht als Download gibt, bleiben wir Ansprechpartner Nummer 1. Stimmt. Rund 4 Stunden täglich nutzen Jungs und Mädchen elektronische Medien. Computer, PC-Spiele, Smartphones, Fernseher und Internet gehören mittlerweile zur Grundausstattung. Wir haben eine Xbox, wir haben eine PlayStation, wir haben eine Wii. Ja, wir haben oben noch im Flur eine Wii für die Kinder eigentlich, falls wir mal was anderes spielen wollen. Aber es ist gar nicht so, wie es wirkt. Also so viel nutzen wir das gar nicht. Ne? Also so ein Ballerspielchen habe ich eigentlich nur eins. Da hat man sozusagen so einen Boss. Und der beleidigt einen immer. Und dann kann man ihm mit Messer oder so die Kehle durchschneiden und abballern und so Sachen. Was? Das spielt die Jasmin aber auch. Ja. Aber nicht oft.
Ein Schreckensszenario für die Eltern kleiner Kinder. Die wollen das natürlich später mal ganz anders machen. Mit iPhones und mit Computern und sowas will ich auch nicht, dass sie spielen. Ganz verhindern kann man es nicht. Und wenn, dann würden wir uns vorher erkundigen oder irgendwelche Zeitschriften oder Statistiken lesen oder austauschen mit anderen Eltern im gleichen Alter, so wie man es bei anderen Sachen ja auch macht. Der Blick ins Kinderzimmer von Kai Schäfer dürfte die Hullmanns kaum beruhigen. Hier sieht man nämlich, wie sich die Ausstattung des Kinderzimmers verändert. Bei Kai und seinem Bruder sieht es aus wie im Elektronikmarkt. Bei den beiden hat sich im Laufe der Jahre jede Menge Technik angesammelt. Und das ist nicht ungewöhnlich. Unser Nachwuchs ist technisch bestens ausgerüstet. 4.461 Euro für elektronische Medien für jedes Kind, statistisch. Und das ist noch nicht alles. Internetverträge, Telefonkosten, Reparaturen und viele andere kleine Posten kommen obendrauf. Am Ende können Eltern froh sein, wenn sie die durchschnittlichen Kosten für Elektronik nicht deutlich übertreffen. Und die liegen zurzeit bei 6.473,04 Euro. Also was werden wir ausgeben? Ich weiß es nicht. 2.000 vielleicht? Kinder sollen lernen, mit Geld umzugehen. Der nächste Kostenfaktor, das Taschengeld. Wofür es ausgegeben werden soll und vor allem, wie viel es sein soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Bei den Schäfers gilt die Devise, knapp halten, dann wissen es die Kinder erst richtig zu schätzen. Kilian bekommt 40 Euro im Monat. Ich denke, dass 40 Euro ein bisschen zu wenig sind für einen fast 18-Jährigen, aber ja gut. Da haben wir uns eben drauf geeinigt und man merkt ja auch, er nagt nicht am Hungertuch. Also insofern sind keine Anzeichen erkennbar, an denen man festmachen könnte, dass es nicht reichen könnte. Ich habe mich öfters mal beschwert gehabt früher. Und wenn ich es mit anderen vergleiche, ist es vielleicht ein bisschen weniger wie die anderen. Aber dafür kriege ich auch so gut wie alles bezahlt. Das gilt natürlich nicht fürs abendliche um die Häuser ziehen. Aber wenn Kilian es mal richtig krachen lassen will, hat er eine clevere Sparstrategie. Die Jugend von heute hat einen ganz guten Trick. Und zwar, sie kauft vorher was ein in größeren Mengen. Dann wird vorgeglüht bei irgendeinem und dann geht's erst auf die Feier. Das heißt, dort kriegt man dann nicht mehr so viel. Knappes Taschengeld, alles andere zahlen Mama und Papa. Das hat für die Eltern den Vorteil, etwas mehr Kontrolle zu haben. Das Prinzip funktioniert auch bei Kai. Der bekommt 15 Euro monatlich. Ich kaufe mir jetzt eigentlich weniger vom Taschengeld. Meine Eltern sagen da schon, wenn ich mir mal was nicht kaufen muss, was eigentlich Schrott ist oder so. Ja, Kai, für was gibst du dein Taschengeld aus? Mal ein Eis kaufen oder irgendwie mal, wenn er sagt, oh, ich habe jetzt mal irgendwie was, was ich mir gönnen möchte, dann nimmt er das Taschengeld. Ansonsten braucht er eigentlich gar nicht so viel Geld. Aber wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Selbst aus kleinen Taschengeldbeträgen werden große Summen. In 18 Jahren kommen durchschnittlich 2.496 Euro zusammen. 200.000 ist der Durchschnitt? Nee, das kann ich aber kaum glauben. Was Jennifer Schäfer am Taschengeld spart, muss sie in den Sport stecken. Kai ist ein Fußballtalent. In seinem Club spielen die Besten aus der Gegend. Der Verein ist ab 15 Kilometer von zu Hause entfernt. Also ich fahre halt dreimal die Woche zum Training hierher nach Kaben. Ja, und es sind immer so 15 Kilometer einfach. Das heißt, ich bringe ihn hierher zum Training, fahre nach Hause, hole ihn nach anderthalb Stunden wieder ab. Und das dreimal die Woche. Kais Mannschaft spielt in einer Liga mit der Jugend von Eintracht Frankfurt. Hohes Niveau, hoher Anspruch. Und die Eltern müssen zahlen. Sportsachen, Fahrtkosten, Reisen, Essen, Trinken. In diesem Fall ist Papa großzügig. Ja, man will ja immer das Beste für das Kind. Und mich selbst hätte es früher, da ich auch sehr fußballbegeistert bin, auch gefreut, wenn ich solche Möglichkeiten gehabt hätte. Und ich denke, was kann ich mehr tun, als meinem Kind solche Möglichkeiten eröffnen? Das Hobby von Kai ist eben auch ein bisschen der Traum seiner Eltern.
Ja, und Kai liebt Fußball. Also das merkt man, der ist mit Herz und Seele dabei. Und und wir sehen dann einfach, wie er strahlt, ja, und wie ihm das Spaß macht. Und mich dann auch fragt, Mama, fährst du mich heute zum Training? Und es ist einfach schön, dann ihm das zu geben. Das gilt sicher für jede Familie. Auch Jennifer Flaas bringt ihre Tochter einmal die Woche zum Sport. Die Mutter schätzt die pädagogisch wertvolle Freizeitgestaltung. Und Jasmin freut sich über die Abwechslung. Mir macht es insgesamt Spaß, halt ganzen Geräte und so. Bei den Hullmanns spielt sich das Sport- und Freizeitleben auf dem Ponyhof ab. Ein echter Mädchentraum, den sich die Eltern mit 10 Euro die Stunde durchaus was kosten lassen. Ich finde, das ist eine Aufwendung, die muss sein. Damit fängt die Sozialisierung eines jeden Menschen an, eines jeden Kindes. Und dafür ist das allemal das Geld wert. Ja. Manchmal darf es auch etwas mehr sein. Kilian Schäfer spielt Tennis und gehört damit zu den teureren Freizeitkindern. Doch auch diese Kosten scheinen sich zu lohnen. Tennis ist mit das Wichtigste in meinem Leben, ja. Also es geht sogar vor Schule, würde ich sagen. Das brauche ich zum Abreagieren nach der Schule. Einfach eine Stunde Tennis kloppen. Das hilft mehr wie sonst was. Es gibt ungezählte Freizeitaktivitäten für Kinder in allen Altersklassen. Irgendwas macht jeder. Und fast alles kostet Geld. Durchschnittlich zahlen Eltern dafür in 18 Jahren 15.627,42 Euro pro Nase. Ob Freizeit, Ernährung, Schule oder Kleidung, alles kostet eine Menge Geld. Zwar ist nicht alles unbedingt notwendig, aber wir wollen unseren Kindern ja was bieten. Wie wir gesehen haben, kommt da im Laufe der Jahre einiges an Kosten zusammen. Insgesamt geben wir für ein Kind von der Geburt bis zur Volljährigkeit fast 117.000 Euro aus. Dafür können wir uns vielleicht das halbe Haus hier jetzt leisten. Für jetzt, aber es sind 18 Jahren, was sich jeden Tag dann entwickelt, ist unbezahlbar. Auch wenn es die meisten Eltern nie in Geld umrechnen würden, eins hat unsere Rechnung gezeigt. Wie ein Kind aufwächst, ist auch eine Frage des Geldbeutels. 117.000 Euro, dafür könnte man sich einen schicken Sportwagen kaufen oder eine Eigentumswohnung. Und auch in Hartz-IV-Haushalten fallen noch 54.000 Euro an, also etwa die Hälfte. Aber eigentlich ist es auch egal, was unser Kind am Ende kostet, was wir mit dem Geld hätten machen können. Ein Haus oder ein Auto können uns nie so glücklich machen. Drei Familien habe ich kennengelernt mit 7 Kindern. Macht für alle zusammen eine Dreiviertelmillion Euro. Respekt vor den Eltern, die sich davon nicht abschrecken lassen. Und noch was. Eine norwegische Studie besagt, dass Menschen mit Kindern eine höhere Lebenserwartung haben als Menschen ohne Kinder. Und so gesehen würde sich jede Investition dann doch irgendwie rechnen.